Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Fritz Walter, Fußballidol ganzer Generationen, ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren in seinem pfälzischen Heimatort Alsenborn. Walter führte die deutsche Nationalmannschaft 1954 in Bern zur Weltmeisterschaft. Der WM-Sieg 9 Jahre nach Kriegsende galt als Signal für Aufbruch und Wiederanerkennung. Mit seinem Verein, dem 1. FC Kaiserslautern, wurde Walter 1951 und 1953 deutscher Fußballmeister. Der 4. Juli 1954 markierte den Höhepunkt in Fritz Walters Karriere. Als Kapitän der Fußballnationalmannschaft nahm er den Pokal für den Gewinn der Weltmeisterschaft entgegen. Außenseiter Deutschland hatte den Favoriten Ungarn mit 3:2 besiegt. Dieser Sieg 9 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bescherte Fritz Walter hohe Popularität. Geboren wurde er am 31. Oktober 1920 als ältestes von 5 Kindern einer Gastwirtsfamilie. Früh fiel sein außergewöhnliches Talent auf. Mit 19 bestritt er sein erstes von 61 Länderspielen. Den Zweiten Weltkrieg überstand er als Soldat bei einer Fliegereinheit, die sich zu Propagandazwecken eine gute Fußballmannschaft leistete. In den 50er Jahren führte Fritz Walter den 1. FC Kaiserslautern 2-mal zur deutschen Fußballmeisterschaft. Als Repräsentant mehrerer Unternehmen gelang es Fritz Walter, mit seinem Ruhm Geld zu verdienen. Für die Sepp Herberger Stiftung widmete er sich sozialen Zwecken und kümmerte sich um Strafgefangene. Zahlreiche Ehrungen wurden ihm zuteil, darunter das Bundesverdienstkreuz. Ehrenbürger seiner Heimatstadt Kaiserslautern war er. Für sie trat er im vergangenen Jahr als WM-Botschafter auf. Im Dezember 2001 starb seine Frau Italia. Mehr als 50 Jahre waren die beiden gemeinsam durchs Leben gegangen. Eine ausführliche Würdigung von Fritz Walter bringt das Erste nach dieser Tagesschau.